Auf der, wo es halt drauf geht. Ja. Aber da ist ja noch Windows und so drauf. Und das schiebe ich halt immer rüber auf die externe Platte. Ach so. Das ist ja eine 3 Terabyte Platte. Da habe ich ja wirklich alles Richtung YouTube und sonst so ein Kram wie alles drauf, so auch Backups für Minecraft und so. Ach so. Was habe ich jetzt gesucht? Genau, Slabs. Da habe ich jetzt auch übrigens dann, wenn das gleich rübergeschoben ist, nur noch 350 GB frei. Das reicht noch eine Weile. Minecraft verbraucht zum Glück jetzt nicht Unmengen viel. Ja, ich geh, ne? Ja, wenn du überlegst bei Forest, was ist das? 15 bis 20 Minuten pro Datei. Hier habe ich jetzt mit Shader, habe ich 23 bis 25 Minuten. Und das ist das meiste, was ich aus Minecraft rausholen kann. Jetzt gerade. So, und ohne Shader komme ich sogar auf halbe, dreiviertel Stunde, wenn ich mich täusche. Alter, manchmal habe ich auch echt das Gefühl, als hättest du die Ticks bei dem Server hochgedreht, ne? Wegen der Nacht? Nein, wegen der Wachstumsrate. Ja, aber nee, habe ich tatsächlich wohl nicht gemacht. Aber geht das nicht? Slash TPS, gibt das nicht auch? Nee. Also, dass du die Tickrate hochsetzen kannst, ja, das gibt's. Wie geht das? Also, kann man nachgucken, welcher Tickrate das ist? Also es geht unter auf jeden Fall irgendwas mit Random Tick Speed heißt das. Aber was da genau Game als ne? Vorsatz ist, ich glaube ja, Game Rules. Game Rule, Random Tick Speed hier. Is currently set to 3. Naja, das ist normale Einstellung. Das ja. Weiß ich. Deswegen haben die auch die Nachtlängen und Tageslängen nicht verändert. Also Tickspeed ist hier nichts verändert. Die Nacht- und Tageslängen sind unabhängig von der Tickspeed. Ja? Ja. Tickspeed setzt sich wirklich nur auf die Spawnrate und also von Objekten. Achso. Die beeinflusst noch nicht mal die Spawnrate von Mobs. Wo hast du diesen Nerd denn gekauft? Ist geil, ne? Das ist halt, wenn man sich seit Jahren schon mit Minecraft beschäftigt und auch sehr viel mit Spark of Phoenix und kurz sich da noch beschäftigt hatte. Ja gut, das mache ich ja weniger. Ich bin dann eher so, der sich Sachen. Also ich bin ja eher so Richtung Basti, der sich halt irgendwelche Herausforderungen sieht und ne? Ja, das, was man aus dem Spiel rausholen kann. Das ist halt eher mein Ding. Das lag halt auch einfach daran, dass damals, wo das relativ publik geworden ist mit den ganzen Command-Blöcken, dass man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt hat, was eigentlich Command-Blöcke sind, was sie machen, was man mit denen überhaupt machen kann. Damals war ja gut. Pillager. Achso, ja. Gut. Ja, aber ein kleiner Raid. Ja, früher. Die sollte man da vielleicht anders töten, weil wegen Banner und so kein Bock auf Dings da, ne? Ich komme zu dir. Jetzt ist hier weiter. Ja, früher war ja auch noch nicht so annähernd viel möglich wie heute mit den ganzen Command-Blöcken. Ja, das stimmt. Da war es ja noch, also wo ich das damals angefangen habe, mir das so anzuschauen, da war das ja noch relativ überschaubar von den Commands. Da konntest du ja gar nicht mal so viel damit machen. Aber jetzt inzwischen ist es ja wirklich krank, was du damit machen kannst alles. Ja, Alter, bist du bekloppt oder was? Ich? Jo, nein. Der Gas ist nicht hochgeschoben. Gesehen? Ja, ich habe das gerade hab hochgeguckt, als das passiert ist. Alter. Ist doch bekloppt, dass sie. Bist du behämmert oder was? So. Ach, verdammt, ich wollte mir eine Axt holen. Hier ist egal. Einer, aber hier bei mir oben. Flieg zum Beacon und guck runter. 66. Achso, ich habe ja meine Rüst. Also ich habe sogar meine. Das heißt, ich muss. Der hat da oben der, ja, ich sehe ihn. Das sind ja mehrere. Ich sehe sie schon alle. Ja, ich konnte nur den einen hier sehen. Ja, ist gut. Überleg mal, Kiba. Ich hatte meine fast volle Netherite-Rüstung an, ne? Und ich habe so einen Rückstoß bekommen. Ja. Du hast Knockback-Reduzierung, wenn du Netherite anhast.
Wie weit hätte mich das denn jetzt bitte mit einer anderen Rüstung geschubst? Kilometer! Oh, ups. Nein, ist noch ein Banner? Nein. Ich habe immer noch keine Axt dabei. Aber keine Banner von denen dabei. Und mehr scheint hier nicht zu sein. Ne, keiner mehr im Banner. Mit diesen ganzen alles Raids und sowas habe ich mich auch noch überhaupt nicht beschäftigt. Beziehungsweise alles Mögliche, was nach der 1.16 kam, habe ich mich eigentlich überhaupt noch nicht. Obwohl da jetzt erst verrückt gespannt wurde. Also die ganze, diese ganze Geschichte mit Grindstones und sowas, ich habe davon noch gar keine Ahnung. Ja, er hat gerade übelst geleckt, oder? Hat's geleckt. Ja. Aber ich habe schon verstanden, was man so. Ja. Da wurde, finde ich, jetzt richtig spannend. So, die ganzen letzten Updates, das waren, finde ich, die richtig interessanten. Ja. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz witzig, oder beziehungsweise gar nicht so schlimm, dass ich mich mit denen nicht beschäftigt habe, weil dadurch lernt man ja auch wieder noch ein bisschen was kennen. Richtig. Wie gesagt, diese ganze. Hat natürlich gleich wieder geklippt. Diese ganze Grindstone-Geschichte und sowas, ich weiß davon überhaupt nichts. Wie, was da funktioniert, was sie machen und keine Ahnung. Ja, Ugo macht den Meister, ne? Jo. Ach, irgendwann werden dann deine Träume wahr. Zack, wie du geklemmt. Oh, bist du sicher, dass bei meiner wunderschönen Gesangsstimme dein Video geklemmt wird? Ja, dann werde ich angezeigt wegen Körperverletzung. Ja, genau. Wie können sie nur so einen Scheiß raushauen? Das geht doch nicht. Das meine geht. Ohren. Ja, meine Ohren. Seid ihr behämmert? Dann dein Weg noch sein. Das will ich, muss eine andere Playlist anmachen. Ich vibe da zu viel mit. Ja. Alles gut. Ja, aber ich kann mich nicht konzentrieren, weil das. Weil ich so die ganze Zeit. Ich bin aber auch immer so. Was haben wir denn noch? Ah, oh, das ist eigentlich schon eher. So, das ist. Soll ich die Birken mal wegmachen oder stören die nicht? Aktuell stören sie nicht. Okay. Also kannst du wieder neu anpflanzen, das ist sehr gut. Und halt Brennmaterial derzeit. Sind eh viel zu wenig, normalerweise waren das über 20 Stück hier. Jetzt sind es wieder 16. Oh.
Nein, falsch, 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 falsch. No. Das war der falsche Ofen. Da rein. Hier soll ja das und das rein. Aber auch da brennt noch genug derzeit. Die Kamele dann immer anknurren. So, weiter geht's. Ach, witzig. Ich hatte ja vorhin erzählt, wie man die Stöcker einfach auf so einen auf den Boden packen kann, ne? Ja. Jetzt haben die sogar so einen kleinen Tag dazu gekriegt, wo drin steht Placeable. Wenn du mir das Item hast. Kannst du normal über die Sticks, oder was? Ja, du kannst normal Sticks. Ach, das stimmt, ja. Schau, ist mir voll nicht mal auf. Ja, lol. Das ist cool. So, hier kommt das Treppchen hin. Könnt ihr mal da weggehen? Ich will da gerade Treppen bauen. Geht weg. Ich schlag euch wieder. Ich habe keine Angst vor euch. Geht weg. Oh, Jungs. So, kommen wir schon mal hoch und runter hier. Komm mal runter. Das ist so arg. Eine Hiszoroark. Oh, Alter. Was ist das denn? Hab ich sogar schon. Was ist das? Wäre schön, wenn man ein Pokémon hat, wo man noch nicht mal einen Plan hat, wenn man sie einfach nur fängt. So. Wo wollen die nicht hin? Wieder nach oben. Es kommt aus Generation 8. Das Hisui Zoroark. Okay. Krass. Pokémon Schwert und Schild. Ja, schön, dass ich das gespielt habe und das ein Pokémon einfach nicht kenne. Und sogar durchgespielt und ich kenne trotzdem nicht. Läuft. Durchgespielt? Das wusste ich jetzt aber auch nicht. Ja. Ja, ich war Pokémon-Meister. Meister darfst du dann gerne wieder wegnehmen. Nein, ich war Pokémon-Meister. Schlüpft bei Zucht durch Formvererbung nur mittels getragenem Ewigstein aus einem Ei. Deswegen kann ich es wohl nicht. Und Daniel, du warst ein bisschen zu spät. Warum? Er wollte es auffangen, aber er hat zu spät den Ball geworfen. Daniel, du musst deine Bälle früher zeigen. Dann geht das. Nee. Hä? Das kommt gar nicht von Schwert und Schild, sondern von Legenden Arceus. Okay, deswegen kenne ich es nicht. Und also jetzt auch ganz aktuell durch Karmesin und Purpur. Und bei das Sinn, dass ich nicht kenne. Legenden Arceus, da kannst du das im weißen Frostland fangen und bei Karmesin und Purpur kriegst du das nur durch diese Zuchtgeschichte. Ja. The more you know. Ah, ich hab's sogar gefangen. Nice. Geht's halt. Nice.
So, ich wollte eine Axt holen, damit ich da oben meine hässliche Baumfarm fertig machen kann. Die Häselige. Ist ihre Gefühle verletzt? Wieso? Ich habe sie doch nur Häselig genannt. God arrange and show we take that wheel into. May the weatherman come to bring us look at the tea and drop one day with a time. And we take it. Wo mache ich das? Mache ich es im Raum? Es wird mir anstrengend, weil das ist hier nicht freistehend. Das heißt, ich werde daraus wohl einen Raum machen müssen, statt. Das wird wie bei dem anderen, wo ich es freistehen habe in der Luft. Aber hier sind wir jetzt nicht ganz geplagt von Ghast. Hier gehen nur die Pickles auf den Keks. Aber ich dachte, du wolltest dir mal einen Vogel geben. Ich merke, ich werde müde. Ich hab's schon verstanden, alles gut. Du wirst müde? Ja, wenn ich so schon noch schlechtere Witze raushaue. Also. Schlimm war der gar nicht. Eure Witze sind immer schlimm, wenn ihr beide zusammen kommuniziert. Und das muss liegen kann, ich weiß es gar nicht. Bestes Kompliment ever. Endlich mal ein Kompliment bekommen. Sonic is on the run, Sonic is number one. Der Bereich kann ich erstmal so bleiben, hier kann man schon ein paar Zäune drüber machen. Den Blenden bin ich mir noch sehr unsicher. On the run, Sonic is number one, Sonic is on the bit of. Ach Mensch. Gotta go fast. Gotta go fast. Faster. Ist ein bisschen jetzt Wände. Weil ich habe ja dann hier jetzt natürlich keine Eisengitter. Das wäre ja Quatsch. Ich glaube, ich nehme auch die roten Treppen dann als Dach, was hier drüber geht. Aber nicht so, weil das ist mir dann zu hoch. Das heißt, die fangen dann maximal hier an. Und hier mache ich dann Slabs hin. Okay, ich habe natürlich keinen Netherrack mehr dabei. Ist also nicht in der Hand. So. Und das ist dann die Höhe. Und hier kommt dann eine andere Decke ran. Ah, ich muss hier so ein bisschen umdenken. Vielleicht ein leichter Übergang. Hier ist nur die Frage, was mache ich dann die Wände? Muss ja auch ein bisschen düster bleiben. Sonst wäre das ja Quatsch. Ich kann das zu. Das nicht, das muss weg.
Das hier kann auch bleiben, das kann zu. Das kann zu. So. Hier genauso ab hier. So. Dann muss ich jetzt hier einen Zaun rum, da kommen Slabs rüber. Ich weiß gar nicht, gab es denn rote Slabs? Hier ja. Von Neverbrick, ja. Ja, ja. Neverbrick, nicht Neverbrick. Ja, es sind ja Red Netherbrick Slabs. Ja, aber ich hatte ja erst Neverbrick gesagt und Neverbrick ist ja was anderes als Neverwreck Brick. Nee, es sind Red Nether Brick Slabs. Ach so. Die heißen so komplett. Ich brauche dann quasi, da ich ja dann mich nicht mehr draußen befinde, einen Ersatz für die Iron Bars, die ja diesen Übergang gemacht haben, diesen hellen Übergang zwischen Nether Bricks und Blackstone. Mal gucken. So, erstmal ein paar Slabs und irgendeine Art Town. Fans. Man gibt ja genug. Hier so ich würde gerne ein bisschen beim Nether Zeug bleiben, dann wäre so Crimson Zeug, das wäre aber zu rot, glaube ich dann. Mangroven. Boah, warte mal, Crimson Wired Fans, das doch, das hätte was. Guck, ob ich Crimson Holz habe. Paket dann mitnehmen, falls ich keine mehr habe. So. Ich muss immer irgendwie was Neues zu essen holen. Frechheit. Elf Kartoffeln. Ja, die ganze Zeit über den Seen zu rennen, das verbraucht halt übelst viel Essen, ne? Ja. Generell im Nether hin und her zu rennen, verbraucht das fuck viel Essen. Das. Habe ich den Crimson? Natürlich habe ich keinen Crimson. Oh Mann. Das hole ich dann gleich. No problemo. Ich würde gerne ein bisschen mehr holen. Sag mal, Frau. Mhm. Möchtest du kurz mit mir in die frische Luft gehen? Mhm. Sicher. Mhm. Zeit bei mir verbringen? Kann ich verstehen. Nein. Zeit mit dir. Ich spiele mit dir. Du redest doch kaum mit uns. Ich rede doch schon genug Unsinn, da muss ich noch eine weitere Person dazu doch irgendwie missreden. Ich glaube, du würdest das Sinnvollste von uns allen reden. Die Zuschauer brauchen den Ausgleich. Nein. Ja. Nein. Doch. Du hast schon so ein bisschen Erkenntnis gezeigt, dass du völlig im Bullshit redest. Und daher passt das. Das ist ein gutes Argument. Muss ich hier lassen, ne? Ja, der Erkenntnis ist nun mal der erste Weg zur Besserung. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz in das Heuschle. Aua. Macht einen Gold, wenn ich gegen die Lampe springe. Ach, da krieg ich keinen Crash, was? Nur wenn ich es an- und ausmachen will? Nee, ich guck gerade, dass ich den Rest hier einsammel. Dass ich die abgehauen habe, aber ich wollte doch langsam mal ins Bett. Alles klar. Das ist ja kein Problem. Nur ich krieg halt nicht alle Steine mit, das ist das Problem. Und ja, ich glaube, das ist nicht so schön für dich, wenn ich hier in den Steinen da liegen. Das ist ein. Suche ich gerade verzweifelt die Stellen, wo ich überall abgebaut habe.
Weißt du, ich kenne nicht irgendwie die ganze Zeit nach der Reihe abbauen, das ist nichts für mich. Ja, alles gut, ist doch kein Problem. Ach, dadurch bleiben so einige Steine gegeben, verzerlegen. Würdest du gleich mit rauskommen, wenn du fertig bist, wenn du dich ausgelockt hast? Ich weiß nicht, ob ich das durcheinander so lassen kann, wie es hier ist. Kannst du. Sonst kriegst du nämlich eine mittelschwere Lebenskrise. Du machst dann noch weiter demnächst. Ja. Okay. Lässt du jetzt ja nicht liegen für 3-4 Wochen. Wie gesagt, du kannst ja mit dem Fehler leben. Du hast überall hier und da mal was abgehackt, dann wieder nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht. Ja, das ist gut, kein Problem. Psst, die haben ihn ausgetauscht. Bist du, was hast du mit Kalle angestellt? Ich weiß ja, dass sie wiederkommt. Hat schon wieder runtergefallen. Wenn ich das liegen lassen würde für ein paar Wochen, hätte ich gedacht, von wegen, ja, das finde ich kacke. Dann mache ich aber selber dann weg oder so. Ich hab's gerade geschafft, im Ohr zu bluten. Was? In welchem Ohr? Ja, in meinem Ohr. In welchem Ohr? Juckte, ja, in meinem. Ja, es juckte, ich wollte reiben, bin mit dem Fingernagel an der, am Ohr quasi hängen geblieben oder im Ohr. Da haben wir gerade voll irgendwas da drin aufgekratzt oder so. Mann, ey. So. Ach, so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Da fehlt ja doch eine ganz große Menge. Ja. Aber man sieht, das sind erst halb durchgeschnitten. Cool. Ich wollte ein Buch öffnen. Gecrashed oder warst du doof? Nee, ich wollte ein Buch öffnen. Also gecrashed. Ja. Na toll. Aua! Oh Mann! Warum hast du diese blöden Dinge abgebaut? Welche? Ja, womit wir da hoch konnten. Zu diesem Glasding. Zu welchem Glasding? Über der Monsterfirm. Das hab ich schon vor Ewigkeiten abgebaut. Ja, ich kann da oben drauf nicht landen. Warum solltest du auch? Zum Hinstellen! Dann stell dich lieber hier ins Haus rein. Das stinkt aber. Nein. Och. Stinkt nach Drachen rein. Kommst du rein, stellst dich bitte am besten genau hier hin. Hier in die Ecke irgendwo. Soll ich hier bitte reinkommen? Sneaken. Und Tor aufmachen. Ja, erst Tor aufmachen, dann sneaken. Das geht nicht auf. Dann geht hier so in die Ecke oder so und dann kannst du mir die Tanks hier laden, die hier sind. Warum ist hier ein Eisengolem drin? Mach das mal die Welle da. Security da mal sowas. Ja. Ich dachte, du wolltest online bleiben. Ach so, ich sollte online bleiben. Oh, warte. Ich dachte, du wolltest. Deswegen habe ich. Deswegen dachte ich, ne? Hab doch gesagt, ich wollte Eier machen gehen. Was soll denn geladen werden? Na, an sich wäre das höchste Ziel gewesen, damit die Öfen hier weiter funktionieren. Aber du musst nicht. Alles gut, mach ruhig aus. Dann. Das ist ja alles ein bisschen kontrolliert noch. Wie? Thema. Wie kontrolliert? Was kontrolliert? Oh. Ja, wann was abbrennt und so, meine ich. Ach, ich habe mich extra für dich gerade wieder angemeldet. Ja, dann melde dich wieder ab. Du brauchst du jetzt gerade einen Shankloader. Bei der Creeper Farm. Ja, wenn das wäre eine Idee, ja. Wo? Bei der Creeper Farm, das wäre eine geile Idee. Habe ich da irgendwo was Sicheres? Da drauf. Da drauf. Ja. Was ist da drauf?
Nix. Auf der Creeper Farm? Ja. Labs. Aber die weiß nichts. Ja. Hast du nicht sogar bei der Creeper Farm direkt nach oben diesen Dings hingebaut gehabt? Ich hab keine Ahnung, wo ist denn nochmal die Creeper Farm? Die Brücke lang geradeaus. Welche? Den langen Teil? Richtung Osten. Stimmt, die hast sogar noch die ganzen Dings hingebaut. Die Skifoldings. Für den optimalen Spawn. War doch hier oben, ne? Ich glaube, schon mal das Spawn meintest du damals war genau hier. Wie weit geht denn das hoch, oder? Alter. Komm ich überhaupt höher? Ne, also eigentlich bewegst du dich auf ein und derselben Stelle die ganze Zeit nur im Loop. Achso. Ah, ich glaube, das crasht, weil auch das Buch ist placeable. Auch wenn du in die Luft klickst? Oder hattest du vorhin in die Luft geklickt? Ich habe in die Luft geklickt, ohne was anzuvisieren. Das müsste man nochmal auf den Singleplayer testen. Ja. Toll, ich komm hin und auf einmal hast du geleftet.